Servus und willkommen zu Technics Guide. Heute gibt es das Review zum Google Pixel 4a 5G, wohlgemerkt. Und ja, was ist mir alles da aufgefallen? Also was mir aufgefallen ist, ist als allererstes, das Gerät hat eine super, super gute Kamera und auch der Fingerabdrucksensor hat super schnell reagiert. Also gibt es da echt nichts zu meckern. So, alles Weitere gibt es nach dem Intro. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß und los geht's. So, und das sind wir auch schon wieder. Und ich hätte gesagt, wir fangen mal wieder mit der Verarbeitung an. Ich blende euch jetzt einfach mal ein paar Bilder ein vom Gehäuse, von der Rückseite, vom Display und so weiter. Das sieht man dann auch gleich einmal, wie gut ist es verarbeitet, beziehungsweise fühlt sich das Gerät an. Also ich vom Anfühlen ist das Gerät total super. Ich kann es euch jetzt halt hier auch gleich mal zeigen. Moment, ich habe es hier hinten stehen. Und ja, es ist einfach, liegt sehr gut in der Hand, das Gerät. Es ist sehr kompakt, auch für seine 6,2 Zoll große Display. Die Maße liegen ja bei 153,9 x 74 x 8,2 mm in der Tiefe. Und das sind doch Maße, die sind doch recht angenehm. Also nicht zu breit, nicht zu hoch. Finde ich eigentlich genau richtig, auch optimal zum Gucken. Gewicht liegt bei 170 Gramm, was natürlich absolut leicht ist im Verhältnis zu den anderen Handys, was heutzutage eigentlich alles auf den Markt kommt. Vor allem in einer anderen Preisklasse oft noch, wo man sagt, okay, bei 150 bis 200 Euro sind die Geräte oft so immer bei über 200 Gramm und bei, man merkt den Unterschied bei 170 Gramm deutlich. Also es ist ein sehr leichtes Gerät. Das wollte ich eigentlich damit sagen. So, Display sind wir dann auch schon dabei, von der Größe her, 6,2 Zoll Full HD Plus Display, das Ganze, OLED Display ist, bedeutet halt, Schwarzwerte sind absolut top, wird man auch auf die Bilder dann dementsprechend immer sehen, das Ganze, beziehungsweise auf den Zwischensequenzen, was ich euch immer einblende. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Display, auch blickwinkelstabil. Gut, was soll ich groß sagen? Es ist ein Gerät für 500 Euro, da muss man das auch einfach erwarten können. Ich habe auf jeden Fall nie irgendwelche Probleme mit dem Display gehabt. Ist mit Gorilla Glass 3 auch sehr gut geschützt, das Ganze. Sollte eigentlich damit überhaupt kein Thema mehr sein, dass das da irgendwelche Kratzer oder sonstige Sachen reinkommen, zumindest nicht so schnell. So, was ist der Fingerabdrucksensor? Hätte ich gesagt, machen wir mit dem Fingerabdrucksensor weiter. Der Fingerabdrucksensor ist absolut schnell, er reagiert zu 100%. Lieber einen guten Fingerabdrucksensor hinten verbaut, als wir ins Display, der wohl nicht funktioniert. Da mal schönen Gruß an Samsung. Die kriegen es in der Zwischenzeit zwar besser hin, aber die Mittelklasse mit diesem optischen Fingerabdrucksensor im Display ist einfach nur das Wahre. Ja, also wie gesagt, Fingerabdrucksensor funktioniert zu 100%, ist auch sehr schnell. Das heißt, wenn ich einen Finger drauf habe, ist das Gerät entsperrt. Kann man mehr dazu einfach sagen. Kameras, muss man dazu sagen. Die Frontkamera, da werde ich euch jetzt gleich mal ein Bild einblenden, ist einfach top. Muss man mit 8 Megapixel nicht viel dazu sagen. Ist mit einer Blende 2 von 2.0 sehr gut. Allerdings denke ich mal, im Dunkeln wird es da ein bisschen manchmal nicht so gute Bilder machen durch die Blende, aber Google kriegt es anscheinend auch bei Dunkelheit sehr gut hin. Die Rückkamera, die kann entweder mit 4K Videos machen, also du kannst entweder mit 4K Video aufnehmen oder dann in 1080 Pixel. 4K gehen dann bis zu 60 Bilder pro Sekunde, was vollkommen ausreichend ist, meiner Meinung nach. Und auch die Bildstabilisierung ist
Sehr, sehr, sehr gut. Also ich werde jetzt euch mal ganz kurzes Video einblenden, auch mal mit Ton, damit ihr auch mal hört, wie gut ist das Mikrofon, was da verbaut ist. Kleinen Moment und jetzt hier einfach mal einen kleinen Schwenk, damit ihr einen Eindruck von der Videostabilität kriegt oder Stabilisierung und auch gleich mal Audioaufnahme über das Mikrofon von dem Handy, dass ihr mal seht, wie gut nimmt es dann auch auf, wenn man ja, einfach ein Video mit dem Gerät macht. So. So, ich denke mal, ihr habt euch einen Eindruck machen können, wie gut die Kamera ist. Also wie gesagt, das Video, was ich jetzt aufgenommen habe, war jetzt halt nicht in 4K, sondern in Full HD, was meiner Meinung nach doch noch vollkommen ausreicht, weil die meisten Leute haben auch gar kein Fernseher oder viele Leute haben noch nicht mal einen Fernseher, wo 4K ist oder jetzt zum Beispiel auch einen Computermonitor, wo man sich das anschauen kann. Also wie gesagt, meiner Meinung nach Full HD in dem Fall noch vollkommen ausreichend. Übrigens, es kann auch Zeitraffer aufnehmen, das Gerät, und auch Zeitlupe. Das geht auch, also mit bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Also FPS ist es doch ein sehr gutes Gerät. So, wo geht's weiter? Ich hätte mal gesagt, wir gehen jetzt mal zu den Lautsprecher. Ich habe ja beim Unboxing gesagt, ja, Stereo-Lautsprecher. Die Stereo-Lautsprecher sind auch hammermäßig gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe euch mal ganz kurz einen Vergleich hier mit zum Beispiel dem Pogo M3, was auch Stereo-Lautsprecher hat, aber natürlich in einer ganz anderen Preisklasse sich bewegt. Mal als Vergleichvideo und auch noch das Samsung Galaxy M11, auch mal als Vergleich einmal kurz zum zeigen. Ich blende es euch jetzt einfach mal ganz kurz ein. So, ihr werdet gehört haben, also das Google Pixel 4a 5G ist einfach vom Klang her richtig, richtig voll und auch laut. Also es klingt echt, als hätte man einen Bluetooth-Lautsprecher, einen guten, irgendwo liegen oder stehen, der wo wirklich einen sehr guten Klang hat. Das Gerät ist absoluter Hammer, ist fast auf dem Niveau von einem Tablet, von den Lautsprechern her. Also man kann überhaupt nichts sagen. Also das Gerät ist durch diese Stereo-Lautsprecher einfach unschlagbar. Und man kann auch sagen, okay, da kann man mal zu dritt oder was auch mal schnell kurz ein Video schauen oder so. Das ist überhaupt kein Thema. Funktioniert super. Bin voll begeistert von den Videos, von den Lautsprechern, muss ich sagen. Top, top, top. Okay, wo machen wir weiter? Wir machen mal weiter mit dem, ja, CPU. Das ist ein Snapdragon 765G. Das habe ich leider im Unboxing leider falsch gesagt. Ich bin vom 37 ausgegangen, aber das ist ja das normale 4A, also nicht das 5G, sondern das 4A normal hat den 37er. Und hier, das ist die 5G-Variante, hat den 765G drin.
Hat aber auch 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher, wo nicht erweitert werden können. Also euch muss klar sein, wenn ihr das Gerät kauft mit 128 GB, ihr könnt den Speicher nicht erweitern. Es sei denn, ihr macht das über die Google Cloud oder wie auch immer. Also über Speichermedien wie externe oder externe Speichermedien geht nicht. So, USB-C ist klar. Was auch sonst. 3.1 allerdings, also schnelle Datenübertragung ist möglich. Habe ich auch mal ein bisschen getestet. Geht ordentlich schnell. Gibt auch bei größeren Dateien überhaupt keine Probleme. So, wo machen wir weiter? Zum Speicher bzw. zum CPU kommt dann natürlich auch dann flüssige Spielen hinzu. Das heißt, ich habe es jetzt wieder mit Asphalt 9 probiert, das Ganze. Ich werde euch einmal kurz im Hintergrund dann immer so das Video einblenden, wo ich einmal ein Rennen mal gezockt habe. Ich habe es auf maximale Auf oder bis das Auflösung hochauflösend und alles eingestellt, also maximale Details und alles. Und konnte nicht wirklich Ruckler feststellen. Also das Gerät läuft flüssig, egal wie gut die Grafikeinstellungen raufdreht, das ist immer ein flüssiges Spielen, was total geil rüberkommt, muss ich sagen. Das macht dann richtig Spaß beim Zocken. Ich werde es euch dann, wie gesagt, auch nochmal im Video einblenden. Ist absolut, absolut gut. So. Dann sind wir auch schon beim Akku angekommen. Akku ist mit 3800 mAh jetzt halt nicht übermäßig groß. Ist ein normaler durchschnittlicher Akku, hätte ich jetzt gesagt. Ich komme locker durch anderthalb, 2 Tage. Locker würde ich jetzt das dann nicht mehr sagen, aber ich komme durch, wenn es sein muss, bei normaler Benutzung auf 2 Tage hin. Geht, reicht aus. Ist ein guter Akku, was sich auch, wie gesagt, schnell laden lässt. Das heißt, mit 18 Watt Schnellladeteil ist mit dabei und funktioniert auch sehr schnell. Also ich habe innerhalb von 1,5 Stunden circa meinen Akku, wenn er ziemlich leer war, wieder voll. Also das funktioniert, haut einwandfrei hin. Wie gesagt, konnte ich jetzt halt nicht ganz testen, da hat mir einfach die Zeit gefehlt, genau wie viele Minuten das Ding lädt, konnte ich nicht, weil wenn es nach 2-3 Mal laden, bei 2-3 Mal laden, siehst du es nicht, aber vor allem wenn das Gerät noch ganz neu ist, das funktioniert nicht. Deswegen verzeiht mir, aber ich habe nur eine Woche, wie gesagt, Zeit gehabt, um das Gerät zu testen. Es ist ein sehr gutes Gerät. Es ist sehr leicht, es ist sehr kompakt, für Verhältnisse im Android-Bereich. Und ja, was soll ich groß sagen? Es ist sein Geld wert, muss man ganz klipp und klar sagen. Es kostet aktuell übrigens 400 € bei Google im Store. Wer Interesse hat, schlag zu. Ansonsten, ich werde es auch noch einmal verlinken zu Amazon und da könnt ihr euch das Gerät dann auch kaufen. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach einmal nichts vergessen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen rauf. Und wenn ihr nichts mehr von Technik Sky verpassen möchtet, dann abonniert einfach den Kanal. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ja, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.